So, da wären wir also wieder. Wir sind weiterhin auf der Suche nach den restlichen Strohhüten. Ich warte noch einmal kurz, bis der Stream auch angezeigt wird. Und dann lege ich los. Gucken wir einmal kurz. Warten, geht sofort los. So. Ja. Ups. Da wären wir also. Wir sind auf der Suche nach den restlichen Strohhüten. Wollen jetzt aber einmal kurz gucken, welche Mission ich hier aktiv habe. Hier abstoßend. Die bestimmte Person treffen. John möchte mit dir sprechen. Geh zur Kirche in Saphirstadt, um dir anzuhören, was sie zu sagen hat. Gut, dann würde ich vielleicht sagen, machen wir das auch einmal. Vorher, ach, die ist ja direkt vor uns. Das ist gar nicht so weit. Dann machen wir das nämlich vorher einmal. Ruffy, du bist doch wirklich ein Pirat, oder? Soweit ich weiß, hast du bisher nämlich noch nichts geplündert und niemanden ausgetrickst oder betrogen. Von so einem Piraten habe ich noch nie etwas gehört. Wenn überhaupt, dann habe ich mehr Spaß, wenn du in der Nähe bist. Es fühlt sich an, als wäre ich nicht mehr ich selbst. Oho. Nehm, das war's schon? Okay. Bin ich doch hier unter abgeschlossen, ne? Abstoßend. Jetzt sehe ich aber nicht, wie viel ich jetzt dafür bekommen habe. Habe ich überhaupt was dafür bekommen? Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall keine Fertigkeitspunkte. Aber gut. Aber eine Mission weniger. So, das sind Materialfragen. Da haben wir noch nicht genug. Ruffy trifft erneut auf John, als er seine Kameraden in Smaragdstadt sucht. Ein starker Wind weht, während sie Informationen austauschen. In Musubis Haus in der 5. Straße gehen. Das ist jetzt der Rest. Ja, das sind die Hauptquests, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir vielleicht mal das hier weiter. Können uns aber auch vielleicht einmal kurz das hier abholen. Da ist ja auch noch eine Quest. Hier nämlich. Luda, hast du mal eine Minute? Ich liebe Schrimps, das ist mein Leibgericht. Aber in letzter Zeit treiben sich hier so viele Piraten rum, da ist es mir zu unsicher, um auf Schrimpfang zu gehen. Ich bitte dich ja wirklich nur ungern darum, aber würdest du mir zwei Mini-Express-Schrimps bringen? Die findest du kinderleicht in Bernsteinhafen und am Strand nördlich von hier. Oh, und die gibt es nicht nur bei funkelnden Flecken, du findest sie auch in Kisten und so. Dafür bekommst du diesen Knöchelring, damit überlebst du auf dieser Insel leichter. Nice. Morgen, Mango. Willkommen im Stream. Wir haben sogar genug davon. Dann können wir direkt abgeben. Yes. Gut. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können mit dem Knöchelring. Also aktuell. Also sehen wir sogar hier, was unsere aktuelle Ausrüstung macht mit den Sternen. Also Max TP weniger, Panzermodusangriff mehr, erlittener Nahkampfschaden ist mehr. Das lohnt sich jetzt aber, glaube ich, nicht. Gut, ja, dann machen wir mal hiermit weiter, ne? Wo müssen wir denn? Da finden wir wahrscheinlich überall noch weitere Strohhüte. Aber wir hatten das ja erstmal aktiviert, deswegen gehen wir zum Korundplatz. Ja, schon fleißig gewesen heute. Gerade im Fitnessstudio schon gewesen. Yes, nice. Ich möchte auch einmal kurz gucken, was wir jetzt genau hier schon alles gelevelt haben. Beim Observationshaki. Ja klar, die Gum Gum Gatling, die ist ja automatisch bei einer Combo. Erhöhe das passive Fähigkeit. Aber das auch. Okay, nice.
Die können wir sogar noch verstärken, sehe ich hier, ne? Ja. Erhöht Ruffys Angriff im Rüstungshaki-Modus. Okay. Das halten, ja gut. Alles klar. Na. Wer will da was? Die hier. Warte. Testen wir direkt mal. Zack, weg sind sie. Boah. Eiserner Angreifer, oh. Warte. Okay, komm, wirklich der die Red Hawk ab. Dann nervt er uns wenigstens nicht mehr. Oha. Oha. Alter, das hat gehittet. Nur schon gefrühstückt, nice. Auch nicht so leicht. Und komm schon. Nochmal. Der hat nur Nahkampf drauf, ne? So, jetzt haben wir schon wieder einmal hier. Warten wir kurz. Sind die eisernen Dings da so besser? Ja, ja, du siehst das, guck mal, dass das ein besonderer ist, sag ich mal. Daran, dass der oben diesen, nochmal diesen Namen und diesen Lebensbalken hat. Die anderen, die normalen, haben das nicht. Die haben nur den über ihren Köpfen. Oh, fuck. Down. Erstmal down gegangen. Nice. Das halt... Ich hab auch vorher noch nicht gegen so einen eisernen Angreifer gekämpft. Lebe ich doch noch? Nee. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt auch das erste Mal gegen so einen gekämpft und das hat mich jetzt schon überrascht, wie viel Damage die hauen, ne? Aber... Vielleicht deswegen den Rüstungshaki-Modus beibehalten. Wo ist der denn jetzt hin? Nanu? Der jetzt weg? Okay. Schade. Schade, dass der weg ist. Jetzt gern nochmal gegen ihn versucht. Na gut, dann machen wir uns erstmal auf den Weg zum Questziel. Wahrscheinlich hätte ich da mehr blocken sollen im Rüstungshaki-Modus und nicht so sehr auf. Aber ich hätte einfach besser ausweichen sollen, ne? Das wäre es natürlich auch gewesen. Oh, guck mal, da ist die Jan. Was steht denn die hier rum? Einfach nur so, okay. Gut. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg zum Questziel. Und falls du dich wunderst, warum ich gerade ohne das Overlay streame, das liegt daran, dass der Streamlabs OBS auf einmal das Spiel nicht mehr anzeigen will. Keine Ahnung warum. Weder mit Monitor, mit Fenster, noch mit Spielaufnahme. Stolz. Ah, fast, Ruffy. Oh. So. Wir müssen also in die 5. Straße. Lul, okay, ja, keine Ahnung warum. Hätte gerne das Material, das da ist es. Gelbe. Vapometall. Oh oh. Alter. Übertreib halt. Kann ich das Ding abknallen? Ruffy, stell dich doch in die richtige Richtung.
Aber warum ich dahin ziele. Nee, sieht nicht so aus. Ja. Das juckt ab den gar nicht. Machen wir mal von hier oben vielleicht. Und schnell weg. Das Ding fängt wieder an zu schießen. Jo. Komm, du kriegst einen Red Hawk. Oh, oh, das Ding darf ich nicht vergessen. So, die fünfte Straße. Die sagte ja irgendwie, man erkennt die Straßen an den Zahlen, die irgendwie da irgendwo stehen. Du hier, Musubi? Ah, das ist Musubis Sohn, nice. Wow, uns kommt nie jemand unter, der kein Matrose ist. Lebt hier eine Dame namens Musubi? Jupp, das ist Musubis Haus. Die Matrosen können einfach nicht genug von unserem Mittagessen bekommen. Geht es nur um euch? Was ist mit den anderen Inselbewohnern? Alle anderen sind weggezogen, als sich die Marine entschloss, hier die Matrosen einzuquartieren. Wir sind als Einzige geblieben, zum Teil auch, weil sie Mamas Mittagessen lieben. Ja, verstanden. Ist deine Mutter denn da? Mama ist gerade nicht da. Sie sucht nach Zutaten fürs Mittagessen. Wenn du es eilig hast, solltest du sie auf dem schmalen Pfad beim See finden können. Schmale Fahrt beim See. Alles klar. Dort hinten also. Wollen wir hier rüber? Können wir so weit springen? Ne, ich denke nicht. Dann gehen wir hier rum. Ah, so wird das nichts. Schade. Du, hier lag auch noch was. Da. Und hier irgendwo da. Ach, das ist der schmale Pfad beim See. Vorsicht vor Wasser. Guck mal, das scheint Musubi zu sein. Oh ja? Ja, ich bin Musubi. Und wer bist du? Ich? Ich bin Waffi. Hast du irgendwo Marineanweisungen gesehen? Jan meinte, du wüsstest vielleicht etwas. Marineanweisung? Hm, ja, das könnte sein. Wirklich? Super, sag mir, wo du sie gesehen hast. Jetzt warte mal. Egal, ob du ein Freund von Jan bist oder nicht, ich kann dir nicht einfach etwas ohne Gegenleistung geben. Ich weiß, ich glaube, du kannst mir helfen, Zutaten für das Mittagessen zu sammeln. Könntest du mir bitte zwei spitze Karotten bringen? Gemüse findest du auf dem Feld bei Rubinendorf im nordwestlichen Teil der Insel. Zwei spitze Karotten also, die bringe ich dir gleich. Und, haben wir nur eine von... im nordwestlichen Teil bei Rubinendorf. Hier wahrscheinlich, ne? Guck mal, da haben wir eh ein bisschen was zu tun. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal dorthin. Gut. Wo war... Ach, das wird mir doch hier angezeigt. Nee, das ist nur das Musubi. Ich dachte schon, jetzt wäre mir angezeigt worden, wo ich hin muss. Aber wie gesagt, nordwestlicher Teil, das müsste ja hier sein. Schade. Gucken wir mal.
Versuchen wir mal hier irgendwie ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, vorbeizukommen. Das scheint nicht zu klappen. Spitze Karotte. Okay, da haben wir es schon. Ich will jetzt trotzdem einmal hier die beiden Sachen machen. Hey, der Gefängniswärter kämpft persönlich gegen jemanden. Was? Was? Da müssen wir sofort hin, nachdem wir die Quest hier angenommen haben. Oder machen wir erst Musubi weiter? Ich bin am Verhungern. Oh, gutes Timing. Könntest du mir wohl zwei Dosko-Kartoffeln bringen? Du solltest sie auf den Feldern von Rubindorf finden können. Das Dorf lebt von Gemüseanbau. Wenn du sie mir bringst, gebe ich dir ein Geheimrezept von der Lunchverkäuferin in der Smaragdstadt. Wenn der Koch da ist, kannst du mit diesem Rezept eine Dosko-Kartoffelpfanne zubereiten. Eine Spezialität der Stadt. Oh, klingt cool. Haben wir sogar schon. Nice. Yep, hier. Danke fürs Rezept. So, jetzt geht's. Ja, genau, das ist Musubi. Aber er sagt, der Gefängnisleiter. Ich kämpfe persönlich gegen jemanden. Sorry, aber das hat, glaube ich, Vorrang. Das wird einer von unserer Crew sein, da hinten. Das war's. Ah, das ist doch der. Ach, das ist der Gefängnisturm, wo Robin gefangen ist, ne? Aber gegen Robin wird der nicht kämpfen. Also, Robin hat zwar eine mega starke. Also, eine Teufelsfrucht mit mega krass viel Potenzial, aber. Wirklich, aber ja, also die Körperteile, die sie wachsen kann, die sind halt nur so stark wie sie selber und sie selber ist halt nicht sehr stark. Wenn jetzt so jemand wie Zorro mit sehr viel körperlicher Kraft oder so diese Teufelsfrucht hätte, dann wäre das mega krass. So. Testen wir mal was? Nee, das hat er sofort gesehen, okay. Oha. Der übertreibt halt direkt. Oh, okay. Hat also nicht getroffen, warum auch immer. Also ich werde hier die Truhen mitnehmen, wenn ich sie sehe, aber ich werde jetzt, glaube ich, nicht alles danach absuchen. Na, mach auf, Buffy. Was ist denn los hier? Jetzt. Ja, das ist Zorro. Eindeutig. Ich würde sagen, den Spaß lassen wir nicht alleine, ne?
So, so. Ich bin beeindruckt, dass du so stark bist, ohne Haki zu benutzen. Hat das etwas mit deinem seltsam aussehenden Anzug zu tun? Piratenjäger Zorro, ich hatte schon gehört, dass du ein begabter Kämpfer bist, aber du bist sogar noch besser, als ich dachte. Deine Daten sollten recht nützlich sein. Es hat sich gelohnt, sie selbst zu sammeln. Offenbar ist dein Captain eingetroffen. Es reicht, ich habe mich lang genug mit dir beschäftigt. Wo willst du hin? Im Gegensatz zu dir bin ich ein beschäftigter Mann. Wenn du noch nicht genug hattest, kannst du mir ja beim Testlauf behilflich sein. Okay. Oha, okay. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, ich glaube, das ist daneben. Shit. Okay. Ist nur noch der eine. Jetzt aber. Jupp. Okay. Ja, mehr als ein Testlauf war das jetzt wirklich nicht, ne? Mann, die Roboter waren der Wahnsinn. Ich frag mich, wem sie gehört haben. Es war dieser Typ, der sie geschickt hat. Er gehört zur Marine, richtig? Zorro, wo ist der Robotertyp? Ich habe ihn aus den Augen verloren, als ich mich um die Matrosen gekümmert habe. Er ist der Gefängnisleiter der Insel, richtig? Warum versucht er nicht, uns zu fangen? Keine Ahnung, aber er sagte, er sei beschäftigt. Vielleicht jagt er gerade Piraten oder so. Wir sind auch Piraten, weißt du? Oh, bevor ich es vergesse, ich habe was für dich. Ein Schlüssel? Es ist ein Schlüssel für die Zelle im Gefängnisturm, in der Robin festgehalten wird. Wirklich? Dann geht es ihr gut? Ihr geht's gut. Sie hat mich gebeten, den Schlüssel zu ihrer Zelle zu holen und ich war gerade auf dem Weg zurück. Dann war ich plötzlich außerhalb des Gefängnisses. Typisch Zorro, ey. Der verirrt sich echt überall, ne? Ja, das ist so typisch für dich, Zorro. Nun, na dann, gehen wir Robin retten. Ja, nur zu. Hm, kommst du nicht mit? Dafür brauchst du mich doch nicht, oder? Ich knöpfe mir den Gefängnisleiter vor. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Du befreist Robin. Ja, gut. Da sind wir jetzt, in die Befreiung von Robin reingeraten. Wo wir einfach nur spitze Karotten holen wollten, ne? Mal kurz gucken. Machen wir das jetzt erst? Ja, komm. Das machen wir erst. Musubi kann auf ihre spitzen Karotten ruhig noch warten. Aber ich habe hier gerade Kisten gesehen. Die da, oder? Ach, das waren keine Holzkisten. Okay. Dann würde ich sagen... Nanu. Da. Dingeling, klack. Wuffy, du bist gerade im Gefängnisturm, oder nicht? Die ganzen Matrosen reden darüber. Yep, das bin ich. Ich bin hier, um Robin zu befreien. Ich weiß nicht, wo ihre Zelle ist. Wo geht's lang? In dem Fall gehe ich auch nach Rubinendorf und helfe dir, so gut ich kann. Lasse meine Baby-Teleschnecke an, damit du jederzeit mit mir reden kannst. Danke, Jan. Also gut, wir sehen uns später. Das Leben geht schon mal komische Wege. Ist so. Ist so. Wir wollen... Der Gefängnisturm hat einen Luftschacht auf dem Dach. Du kannst von oben rein. Okay, nice. Ja, da willst du nur spitze Karotten... sammeln und endest dann im Gefängnis ein, bei einem Gefängniseinbruch. Das ist schon. Oh Gott. Oh, Vorsicht. Nein, das war ein bisschen zu weit, Ruffy. Und weiter? Hm.
Gucken wir mal. Warum komme ich nie hin? Man kann aber bestimmt hier das Ding irgendwie aktivieren, ne? Hier unten sieht aber aus, als wenn hier nichts wäre. Dann gehen wir aber weiter hier lang. Ah, guck mal. Aha, sehr gut. Ob das so gedacht war, ich weiß ja nicht. Wie soll sie dadurch Eindringlinge abhalten? Ja, ob irgendetwas Eindringlinge abhalten soll, das ist echt egal. Noch weiter hoch. Ist da jemand? Nope. Okay, ich hab's geschafft. Gut gemacht, Ruffy. Robin ist also irgendwo in diesem Gefängnis, hm? Ja, sie sollte dort sein. Allerdings weiß ich nicht, in welcher Zelle. Keine Sorge, ich spüre es, wenn jemand in der Nähe ist. Ja, Observationshaki halt, ne? Gucken wir erstmal. Also hier oben sind jetzt nur mal so... Ah, da hinten war was Grünes, ne? Da hinten, glaube ich. Gehen wir noch weiter hoch? Ah, sieht nicht so aus. Warte, ich guck nochmal nach. Hm, ich habe doch gerade irgendwas Grünes gesehen, oder nicht? Da sind auch noch welche. Gehen wir erstmal hier runter. Na? Da hinten ist noch einer. Krieg ich den so markiert? Leider nicht. Aus der Luft kann ich noch nicht, ne? Ausschalten. Wird dann wohl auf einen offenen Kampf hinauslaufen. Es sei denn, die bekommen das gar nicht mit. Ah, so weit kommt er nicht. Okay, das hat noch gereicht zum Ausschalten. Das heißt, wir haben jetzt praktisch nur ihn. Es waren echt nur vier hier. Na dann. Ah, da hinten ist was Grünes. Aber hier gibt es auch noch Kisten. Ob hier Robin drin ist? Das war doch hier, ne? Nö. Da. Ja, das könnte gut Robin sein. Nur wie bekommen wir die hier raus? Ach, wir haben ja den Schlüssel. Nice. Jetzt holen wir ihn da raus. Ja, chill. Halt! Ja, war klar, dass es nicht so einfach geht. Ja, Name weiß ich gerade nicht. Die hat einen recht komischen Namen, glaube ich. Tashigi, ja. Sehr komisch, der Name. Auf jeden Fall hier die vom Smoker. Stroh, Ruffy! Hey, du bist das Fräulein mit dem Schwert und der Brille. Nein, echt, Ruffy? Jetzt sag mir, was du vorhast. Ich bin hier, um Robin zu befreien. Wie kannst du es wagen, einfach so in dieses Marinegefängnis zu wandern? Kein Schritt weiter. Tashigi ist ja richtig krass geworden, ne? Da bin ich mal gespannt, wie hart dieser Kampf wird. Immer so, oh Gott. Der Kampf gegen... Ja, der Kampf gegen Smoker war jetzt auch nicht so schwer. Deswegen, ah, guck mal. Die steckt ganz schön was ein. Also... Die kriegt viel Damage. Und der Red Hawk, der haut auch gut rein. Und nochmal. So,
Tashigi. Tashigi ist ja schon mega cool, also ich mag die schon echt in der, in der Serie. So. Koich, koich, er ist gut. Klingeling, klingeling, klack. Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Was? Aber ich... Ja, Sir, ich bin sofort da. Heute habe ich keine Zeit mehr, Strohwaffi. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du nicht so viel Glück haben. Auf Wiedersehen. Du sagst, ja, okay. Befreie ruhig dein Crewmitglied. Ich habe heute keine Zeit mehr. Was ist da los? Zuerst Smokey, jetzt sie. Der Smoker wurde ja genauso weggerufen, ne? Was ist los, Waffy? Ist alles in Ordnung? Oh ja, mir geht's gut. Und ich habe Robins Zelle gefunden. Ja, dann würde ich sagen, dass wir Robin jetzt auch mal befreien, ne? Hoffentlich.